Ja, hallo, ich bin der Andreas Papatanasio und arbeite schon seit 8 Jahren in der Veranstaltungstechnik. Hallo, ich bin der Nico Papatanasio, arbeite seit 2009 in der Veranstaltungstechnik. Wir beide arbeiten in der Messe Düsseldorf. Also meine Tätigkeit ist, dass ich eigentlich in der Veranstaltungstechnik bin. Da ist sehr viel Abwechslung drin, von Transporte, Staplerfahrer, Rigging. Also es ist immer was Neues dabei mit neuen Herausforderungen. Ja, ich bin mehr im Fahrbereich jetzt reingekommen, mache mehr Transporte. Aber wenn der Baum mal auch brennt, dann stecke ich auch mal unter der Decke und mache auch mal ein paar Abhängepunkte. Wir machen auch die Außenwerbung quasi, immer kurz vor Messebeginn, dass jeder auch mal weiß, was für eine Messe hier in der Umgebung ist. Das gehört auch noch zu unserer Arbeit dazu. Ja, für mich ist das Besondere eigentlich, wie gesagt, dass die Herausforderungen immer da sind. Es ist immer internationales Publikum da. Man muss sich in verschiedenen Sprachen verständigen können und im schlimmsten Fall mit Händen und Füßen. Bei uns ist die Teamarbeit groß eigentlich und da achten wir auch darauf, dass wir uns gegenseitig gut unterstützen. Klar haben wir auch manchmal stressige Tage, wo man dann jeder mal alleine ein bisschen zurechtkommen muss. Aber im großen Teil machen wir alles im Team. Der Standpunkt der Messe Düsseldorf ist natürlich optimal, direkt neben dem Flughafen. Düsseldorf ist auch keine kleine Stadt und wir haben internationales Publikum, wir haben große Hallen, alles wird restauriert, ist immer auf dem neuesten Stand, Fachpersonal ist vorhanden. Ja, und ich denke mal, das trägt alles dazu bei. Ja, halt das mit der Verwechslung, dass die Leute mich für ganz klar für meinen Bruder halten und ich mich mit den Leuten so unterhalte, als wäre ich mein Bruder. Aus Höflichkeit, das ist mir auch vor kurzem wieder passiert und wir machen uns ein Späßchen dann raus, ne? Und die Leute wissen das bis heute noch nicht, also bis jetzt.